Hallo, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es extrem peinlich für mich, weil ich reagiere auf meine beliebtesten Videos und ich weiß ja nicht, warum ihr euch die peinlichsten Sachen immer so viel angeschaut habt. Und ich bin hier auf meinem Kanal auf beliebt gegangen. Wartet, ich mache schnell mal eine Bildschirmaufnahme für euch. Oh Gott, After-School-Routine, Engel versus Teufel. Gott, das wird richtig schlimm. Oh mein Gott, woher hatte ich diese Klamotten? Warum hatte ich das an? Warte, wir gucken mal die Ansage an. Und dann, wie sie als kleines süßes Engelchen stattfindet oder als böser Teufel. Als böser Teufel? Seit wann macht ein Teufel so? Ich sehe auch aus, als hätte ich 100 Jahre lang nicht die Sonne gesehen, ne? Und ich habe auch wieder eine Challenge für euch. Eine Challenge. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr mal versuchen, die 7000 Daumen nach oben zu knacken. Also Leute, ist euch... Knacken wir die Häuser auch, Leute? Knackt mal die 7000 Daumen nach oben. Oh Gott, meine Haare. Ah, warum sind die so lang? Warum sind die bis hier? Ist so mein Po. Vor allem das Problem war ja, ich musste ja vornehm essen dafür jetzt und ich konnte nicht vornehm essen, wie man sehen kann. Und wie ich gucke, ist es so geil. Guck, ich sag doch. Allein wie ich getrunken habe, ich nehme das so, das Ding. Ah. Oh mein Gott, kennt ihr dieses Video von mir, wo ich in dieser einen Fernsehshow war und ich da Hermine Granger gespielt habe? Ich habe davon das Kostüm mitgenommen und ich lag auf dieser Erdschwenk. Mein Zimmer war auch irgendwie so bunt wie auf der Kirmes, ne? Oh mein Gott, ich weiß noch, ich wollte unbedingt für dieses Video diese Schuhe anziehen. Ich hatte nämlich so ein paar Schuhe, hatte so ein bisschen Absatz und ich wollte die unbedingt anziehen, weil ich die so cool fand. Und dann macht man das so. Ja, das geht gar nicht, Leute. Wir schauen das nächste Video an. Hallo, meine Leute, ich bin wieder eure Mami. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Yay! Heute mal als Make-up. Genau. Das war so anstrengend, da so lange so drin rumzuhüpfen. Wollt ihr ein paar zwei? Soll ich mir die Flosse nochmal anziehen? Oh, wird ja ein schöner Tag heute für dich. Ja, ich weiß. Dieses Outfit immer noch, ne? Der hat das öfter noch an, dieses Outfit von 2018. Oh, wunderbar. Boah, fällt fast um hier. Also, das ist legendär. Jetzt rolle ich mich auf den Boden. Das kann man doch gar nicht zeigen. Jetzt platsche ich mal ins Wasser. Und rein ins Getümmel! Rein ins Getümmel, Leute! Ich denke, wir haben genug von der Meerjungfrau. Mal sehen, was wir noch Schönes finden. Reitturnier! Das will ich sehen! Kurze Story, Leute. Die haben mir gesagt, ich wäre vorletzter Platz. Ich war fünfter Platz von fünf. Ich war letzter Platz, aber das wollten die mir nicht sagen. Wir werden jetzt mal sehen, warum ich letzter Platz war. Hilfe! Wie reite ich denn da auf diesem Shetland-Pony? So! Ich freue mich schon richtig, bin aber auch total aufgeregt, weil es ja mein erstes. Ich war so aufgeregt, ich hatte so Angst, ich wollte nicht mehr. War ja doch nie eins geritten.
Wo ist denn jetzt hier mal ein bisschen Reit-Action? An meinem Gesichtsausdruck seht ihr auch, wie nervös ich schon bin. Ich glaube, ich wollte wieder nach Hause. Auch aber das Reiten, das sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus. Außer, dass jeder auf so einem großen Pferd ist und ich auf diesem Shetty. Und dann wurden wir auch schon rausgerufen. Komm, ich will jetzt die Siegerehrung sehen. Da ist sie! Ach ja, und als Geschenk bekam jeder noch ein Buch aus Kratzer. Ich glaube, den habe ich nie benutzt. Aber die Leute waren sehr nett zu mir. Ich glaube, ich tat denen ein bisschen leid. Okay, ich will jetzt irgendwas richtig Lustiges noch gucken. Ich glaube, wir haben auch noch was mit Max. Da, das will ich sehen. Afrodina Rollentausch, Boys vs. Girls. Ich weiß auch nicht, wie viel ich Max dafür gezahlt habe, dass er das gemacht hat. Hallo Mama. Der hat da meine Sachen an. Wie hat der da reingepasst? Seht ihr das? Der hat diesen Pullover mit diesem Kuss mitten an und dieses Affe mit dem Schal. Ich sterbe. Zu Hause. Hallo Mama. Oh mein Gott. Ich glaube, die Jeans war so eng. Ich kann nicht mehr. Und ich hatte Max Sachen an mit dieser Kappe. Was esse ich denn heute Leckeres? Hab ich auch Hunger. Hier, lass da reinhauen. Dum, dum, dum. Und sieh, wie viel Bock er hatte, mir das da richtig aggressiv, diesen Löffel da reinmacht. Ich kann nicht mehr. Ich hab die Himbeeren drauf. Er ist gemacht für die Rolle. Bucht ihn. Und natürlich, wenn es auch gesund ist, nein, ja. Ja. Er hatte keine Ahnung, was er da macht. Boah, das sieht so gut aus. Jetzt muss ich erstmal in meine Story reinposten. Das schicke ich ihm jetzt erstmal. Ich sterbe. Und weißt du, was noch viel cooler ist? Allein deswegen wollte er das Video machen. Vor allem, ich war danach so lange duschen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr das Zeug in mein Haar geklebt hat. Es ging nicht mehr raus. Max hat seine Leggings an. Nein! Erstmal aufwärmen. Wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ich will jetzt die Max-Turn-Challenge sehen. Kennt ihr das? Da haben wir Turner vs. Nicht-Turner gemacht. Und ich dachte, das wird auch so gut. Wartet mal. Die Moves. Ja, ich hatte mal einen Turner vs. Nicht-Turner. Ich hatte auch irgendwie noch keine Augenbrauen. Wo kamen die auf einmal dann her? Challenge für Wünsch. Und wen kann ich dafür besser fragen als mein untalentiertesten Nicht-Turner-Bruder? Ich war mal nett. Ah. Hallo, und ich bin sehr talentiert, das werdet ihr gleich sehen. Ja. Das werden wir sehen. Ja. Jetzt macht er einen Ratschlag, oh nein! Okay. Kannst du das bitte noch einmal vormachen, das kann ich gar nicht. Du musst doch einfach nur... Leute, schaut euch bitte meine Füße an. Warum sind die so groß im Gegensatz zum Rest von mir? So sehe ich doch nicht mehr aus, oder? Bitte nicht. Also frag mich nicht nach Fußbildern, ne? Warum kann der nicht mal einen Ratschlag machen, Max? Also da haben wir echt Glück, dass er sich nicht irgendwie ernsthaft verletzt hat, so wie das aussieht. Stand da gerade, nein, das war kein Pups? Bitte, was? Ich hoffe wirklich, es war kein Pups. Da
das will ich noch gucken. Die Morgenroutine Schule versus Ferien im Urlaub. Das haben wir gedreht, als wir auf einer Kreuzfahrt waren. Hey, was war das für ein Move? Warum bin ich da gedreht und gesprungen? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt's mal wieder ein ganz besonderes Routinevideo für... Meine Gestik. Ein ganz besonderes Routinevideo. Wie schön lang waren meine Haare da. Da waren die Schauspielkünste wieder wie aus Hollywood. Es war so geil, diese Videos zu drehen, Leute. Es war so lustig. Meine Haare, das sieht aus wie ein Vogelnest. Nicht mein Ernst, nein. Das ist das schlimmste Bild, was jemals von mir existieren wird. Warum sind meine Haare so? Ich sehe aus wie ein nasser Pudel. Ich will nicht weiter gucken. Hilfe! Was ist das? Warum? Bei 100.000 Daumen nach oben nehme ich das als mein Instagram-Profil mit. Bin tot, Leute. Ein Close-up von den Riesenfüßen. Ja, tschüss, viel Spaß noch, ne? Ich habe das immer noch. Ich habe es immer noch. Ich hatte das letzten Sommer noch an. Ich denke, wir sparen uns das Frühstücken. Das war's, Leute. Ich hab's überlebt. Nein, aber ich war ganz süß, oder? Am besten. Und dieses Tonvideo, also ich muss gleich noch Max schicken. Ich denke, er wird mich umbringen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Ihr könnt gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen. Ich muss mich jetzt erstmal mental erholen von meinen Haaren, von meinen Riesenfüßen. Das ist so peinlich. Das war's jetzt. Meld mich dann mal ab für heute. Könnt ihr gerne mal kommentieren, was für Videos ihr noch lustig findet. Ich glaube, da sind noch ein paar sehr gute Sachen dabei. Okay, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye!